So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Montag, den 19. September 2022. Gemeinsam mit Markets wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen und natürlich die jüngsten Entwicklungen einordnen. Choppiges Treiben aus der Handelswoche hinaus. Umso spannenderes Treiben in die Woche hinein, auch vor allem vor dem Hintergrund dessen, was der DAX uns da gerade an Price Action liefert mit dem Bruch unter die letztwöchigen Tiefs. Kurzer initialer Flash, den hat der eine oder andere schon auf dem Schirm sicherlich gehabt. Und jetzt kämpfen wir gerade mit der Ausbruchregion. Verzeihung. Und die Frage der Fragen ist natürlich, sind wir in der Lage, die zurückzuerobern? Wenn es nicht gelingen sollte und wir jetzt dann in Richtung nochmal der 12.6 laufen, dann haben wir nächstes technisches, sehr, sehr relevantes Level, welches den Weg ebnet in Richtung der 12.5 beziehungsweise sogar darunter in Richtung der Jahrestiefs. Mit Ausblick auf die Fed natürlich umso interessanter. Vor dem Hintergrund nämlich, Verzeihung. Ich muss ganz kurz was trinken. Dass sich nämlich die Frage stellt, ob der Bruch dann auf der Unterseite nachhaltiger Natur ist oder nicht. Wir haben ja mit der Fed und dem Fed-Dot-Plot ein ganz, ganz wichtiges, ganz, ganz wichtige Projektion, die wir erwarten dürfen. Und wo sich die Frage aufdrängt mittlerweile, ist der Markt nicht etwas zu restriktiv oder weiß der Markt an der Stelle mehr? Normalerweise ist es ja so, dass der Markt eigentlich recht gutes Gespür dafür hat, in welche Richtung dort der geldpolitische Kurs auch seitens seiner Notenbank gehen muss, um eine Normalisierung herbeizuführen, beispielsweise auch im Hinblick auf die Preisniveaus querstrich die Inflation. Also, wir werden auf jeden Fall einen Blick darauf werfen. Ganz spannende Regionen. Wir werden einen Blick werfen. Einerseits einmal auf Tesla, die sich weiter extrem stark präsentiert, aber der ein oder andere, der hat sich sicherlich auch schon gefragt, gibt es da vielleicht auch eine andere Aktie, die vielleicht in dem Umfeld ähnlich stark präsentiert und auch vielleicht die den aktuellen Modus auch im Hinblick auf die Energieversorgung und dergleichen widerspiegelt. Ich denke, die gibt es, die nennt sich nämlich Enphase, ENPH ist das Ticker-Symbol, da werfen wir einen Blick drauf, eine unfassbar starke Vorstellung, nochmal stärker sogar als Tesla und was die machen und wie man so etwas spielen könnte, dazu in den folgenden Minuten mehr. Wir werden auch einen Blick werfen, natürlich auf Devisen, wir werden einen Blick werfen auf den Euro-US-Dollar, auf den Dollar-japanischen Yen, auf Gold, eventuell auch auf Bitcoin, da er nämlich auch wieder einiges an Abschlägen sieht und sich deutlicher jetzt unterhalb von $20.000 stabilisiert. Da ist nicht gesagt, dass die Messe auf der Unterseite bereits gelesen ist. Da steht noch im Raum, wir erinnern uns daran, dass ein Test der 12.500er Region durchaus im Rahmen des Möglichen ist, nach den Abschlägen ja zu Beginn des Jahres. Auch darauf werfen wir heute noch einen Blick. Bevor wir ganz offiziell starten, allerdings zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die auf Margin gehandelt werden und mit dem hohen Risiko einhergehen, schnell Geld zu verlieren. Ausgehend hiervon mache man sich bitte zunächst mit seinem persönlichen Risikoprofil vertraut oder lasse ein solches Risikoprofil von einem unabhängigen Finanzberater erstellen. Lade sich dann auf markets.com/de eine kostenlose Demo herunter, wo man den Handel risikofrei testen kann und dann schauen kann, ob das persönliche Risikoprofil mit dem Handel dieses Produkts mit einem korrespondiert. Wenn man das für sich bejahen kann, hat man natürlich auch die Möglichkeit, dort ein Live-Konto zu eröffnen. Alle Informationen findet ihr auf der Webseite markets.com/de. Da findet ihr auch zudem den Risikohinweis, den vollständigen. Habt ihr weiter Fragen, nutzt gerne die Möglichkeit, die Elena einmal per E-Mail zu kontaktieren. Habt ihr Fragen zu den Märkten, nutzt gerne die Möglichkeit, einmal hier im Morning Meeting eure Fragen zu stellen im Livestream. Oder wenn ihr euch die Aufzeichnung anschaut, bei YouTube jetzt ganz besonders, nutzt die Möglichkeit, eure Fragen unterhalb des Videos zu stellen oder muss gerne die Möglichkeit auch, den Discord-Link habe ich schon bereits eingestellt, in der Discord-Community vorbeizuschauen. Weitere Informationen hier, Diskussionen rund um die Märkte, Fragen und so weiter, Trading-Setups, die ihr gerne diskutieren möchtet, schaut dort gerne vorbei, ihr seid herzlich eingeladen, alles kostenlos, das heißt also, das ist eigentlich ein No-Brainer, würde ich jetzt mal so sagen. Und dann wollen wir gleich einen Blick werfen auf die Aktienindizes und hier ganz besonders auf den DAX werfen an dieser Stelle. Ich will ganz kurz einmal schauen, ob hier alles gut gestreamt wird. Eigentlich ist alles bestens. Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht der Fall ist, aber das sieht hier doch ganz passabel aus. Also sollte sich das ändern, lass mich das bitte einmal wissen. Ja, ich finde eine super spannende Price Action, die wir gerade hier im DAX zu sehen bekommen. Und übergeordnet können wir schon hier bereits erkennen, das ist die Region um die Jahrestiefs, beziehungsweise, Verzeihung, das ist Gold, sehe ich gerade an der Stelle. Ich bin schon gewundert, wo da die Linie herkommt. So, hier ist die Region um die Jahrestiefs im DAX. Das ist der Bereich, den ich mir am ehesten vorstellen könnte, der dort angelaufen wird.
auf der Unterseite. Das übergeordnete Ziel, wo sich auch die Frage stellt, wie wir uns dann im Hinblick auf die Fed präsentieren. Rein von der charttechnischen Konstellation, muss ich ganz ehrlich gestehen, ist der DAX um ein Vielfaches spannender gerade als die US-Märkte, durch den Umstand, dass wir in Regionen um diese charttechnisch relevanten Level hier am Traden sind. Also das ist durchaus etwas, was ich am spannendsten finde noch, ehrlich gesagt, und wo ich mir vorstellen könnte, dass sich das ein oder andere Momentum-Play noch in Ergänzung zu dem, welches wir heute früh zu sehen bekommen haben, nochmal ergibt. Ganz kurz ein Blick auf das, was heute Morgen hier möglich war und wo wir jetzt gerade eben eine sehr, sehr interessante Reaktion zu sehen bekommen haben. Also diese Linie, die ich da jetzt gerade eingezeichnet habe, das ist der Bereich um die Tiefs von Freitag. Wir sehen, wir sind diese zwar hier über die US-Märkte angelaufen, haben die leicht unterschritten, die 12.700er Region, aber es hat keinen nachhaltigen Bruch auf der Unterseite gegeben. Und das war mit Sicherheit auch dem Umstand geschuldet, dass wir am Freitag den großen Verfall hatten. Wir brauchten also einen neuen Impulsgeber und haben den eben mit der XE3-Eröffnung heute früh erhalten. Was in dem Zusammenhang sicherlich oder vor dem Hintergrund der Brisanz dieses Levels nachvollziehbar ist diese Bearishness, die dort hier aufgekommen ist, mit diesem Flushout auf der Unterseite unter die 12.700er Region. Das ist nicht nur der Bereich um die Tagestiefs von letzter Woche Freitag, sondern es ist eben auch der Bereich gewesen, der sich hier schon vor ziemlich gut einer Woche, zwei Wochen herauskristallisiert hat, um 12.700 Punkte, ausgehend von welchem wir dann diesen starken Push auf der Oberseite zu sehen bekommen haben. Und ja, nunmehr können wir eben hier in dieser Konstellation ganz gut erkennen, dass wir diesen Bereich haben brechen können. Und jetzt war natürlich die Frage, ist das ein nachhaltiger Bruch auf der Unterseite? Das ist die Frage, die sich hier hauptsächlich an dieser Stelle eben tatsächlich stellt, natürlich. Und wir können an der Stelle, glaube ich, festhalten, der Bruch ist durchaus nachhaltig. Beziehungsweise, es war jetzt gerade eben so ein wenig die Frage, halten wir uns unterhalb des EMA 50 auf 5-Minuten-Basis, also für mich jedenfalls. Ich will ganz kurz zeigen, woran ich festgemacht habe, initial, dass es sich um einen nachhaltigen Bruch gehandelt haben dürfte. Und zwar haben wir hier einen Bounce gesehen und einen Retest, nahezu punktgenau, auf die Ausbruchregion. Und interessanterweise haben wir besonders hier in der Kerze um 9.50 Uhr war es, ein Stuff zu sehen bekommen. Also wir liefen in dieses Level rein, wir stachen dort rein und wir wurden sofort rejected, also sofort wieder gegen dieses Level verkauft. Und dann ist allerdings erforderlich, dass wir neue Tiefs markieren. Und das haben wir nicht getan. Also das heißt, wir rollten zwar über gegen dieses Level, aber wir nahmen nicht ausreichend Dynamik auf der Unterseite auf, dass es dann zu einem Bruch auf neue Tagestiefs kam. Setzten tatsächlich nochmal zurück in Richtung und noch leicht über die 12.700er Region. Wirft so ein bisschen die Frage auf, sind wir dann jetzt nach unten fertig? Ich würde diese Frage mit Ja beantworten, wenn wir den EMA zurückerobern. Aber was wir eben sehen können ist, den EMA können wir nicht zurückerobern. Wir scheitern. Und zwar, also wie gesagt, das wie ich den EMA ja nutze, in dem Fall den EMA 50 hier auf der 5-Minuten-Ebene. Ich sage einfach, das ist eine dynamische Unterstützung und Widerstandsregion für den Handelstag. Und wir sehen in diesem Moment, dieser dynamische Widerstand, der funktioniert bis dato noch. Mal schauen, ob er weiter hält oder ob es jetzt zu einem Rücklaufen kommt. Das wäre ein Szenario. Das heißt, wir sehen initial diesen Flushout auf der Unterseite. Aber jetzt keine weitere Bearishness mit einer ernsthaften Attacke und auch im Fall unter die 12.6 und dann der Attacke auf die Jahrestiefs. Das würde dann für heute mindestens, eventuell aber auch für die kommenden Tage bis zur FED dann bedeuten, dass wir nach unten wahrscheinlich eher fertig zu sein scheinen und dass es dann zu einem schoppigen Treiben kommt und wir dann auf Impulse seitens der FED warten wollen oder warten müssen, bis wir dort neue Impulse geliefert bekommen. Also für den heutigen Tag ist das so die Linie im Sand auf der Oberseite. Also der Ausbruch, der darf durchaus als nachhaltig herausgestellt werden, vor dem Hintergrund, dass wir bis dato uns unterhalb im Bereich um und unterhalb von 12.700 Punkten stabilisieren zeigen, aber keine Rückeroberung stattfindet. In Ergänzung hierzu sehe ich noch, dass der EMA nicht zurückerobert wird. Also für mich ist das erstmal ein Grund, für den DAX short zu sein. Und ja, nunmehr ist es dann so, sollten wir jetzt hier erneut überrollen und neue Tagestiefs markieren, wäre das ein klar bärisches Signal, welches die Wahrscheinlichkeit erhöhen würde, dass wir schon bereits heute in Richtung der 12.500er Region uns aufmachen, beziehungsweise darunter dann eben die Jahrestiefs ins Visier nehmen. Wobei die Frage sich natürlich aufdrängt, sehen wir solch einen Lauf durch die US-Märkte initiiert oder präsentieren die sich nicht eventuell eher ruhig? Also ganz kurz zusammengefasst für den DAX,
Wer Short ist, möchte nicht sehen, dass wir den EMA zurückerobern. Das heißt also, der wird an dieser Stelle wahrscheinlich seinen Stop schon relativ knapp hier oberhalb dieser Hochs haben. Denn spätestens dann, wenn wir die rausnehmen und über den EMA zurücklaufen, wäre an dieser Stelle der Short-Modus, der sich initial zur Kassaeröffnung herauskristallisiert hätte, nicht mehr gegeben. Sollten wir solch eine Rückeroberung zu sehen bekommen, wäre das der Fall hier an dieser Stelle, dann wäre es so, dass wir einen kurzen Augenblick, ich muss mal ganz kurz was eintippen übrigens. Sollten wir solch einen Verlauf zu sehen bekommen, dann wäre der DAX tradingtechnisch für mich nicht mehr interessant. Also dann möchte ich den ungerne irgendwie in irgendeiner Form weiter handeln, denn dann gehe ich davon aus, dass das mindestens für heute, eventuell auch schon dann für die nächsten Tage, der Wegbereiter für eine eher choppige, seitwärts getriebene Action ist, wo wir einen neuen Impulsgeber eben seitens der Fed benötigten. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich würde mir wünschen, dass wir mehr Dynamik auf der Unterseite zu sehen bekommen und auch vielleicht einen kurzen Flushout unter die Jahrestiefs, weil ich mir vorstellen könnte, dass dann ein zu erwartendes Reversal, von dem ich bis dato ausgehe, wesentlich heftiger ausfiele und einiges mehr an tradingbarer Volatilität eben begünstigen würde. Was bedeutet das jetzt im Hinblick, oder beziehungsweise wie komme ich dazu? Wir erinnern uns ganz kurz daran, wir haben seitens der Fed eine Erwartungshaltung, dass diese den Leitzins um 75 Basispunkte anheben wird auf ihrer Sitzung am Mittwoch. Das mit 100%iger Wahrscheinlichkeit wird das gespielt. 20% der Marktteilnehmer sehen sogar 100 Basispunkte. Da bin ich sehr skeptisch. Und was eben besonders ist in dieser Konstellation ist, oder was viel mehr interessiert eigentlich nach den Inflationszahlen der vergangenen Woche, ist, was passiert hier mit dem Dotplot und somit dann den, also ausgehend von den FOMC Projections, und was passiert dann ausgehend hiervon, von der Haltung eben der Marktteilnehmer. Also folglich, wenn die Fed jetzt sagt, geldpolitisch werden wir uns zwar noch restriktiver präsentieren müssen, zwecks Inflationsbekämpfung, aber nicht so restriktiv, wie es der Terminmarkt erwartet, dann ist davon auszugehen, dass diese hinteren Balken hier scharf ausgepreist werden. Und genau das würde einen bullischen Spike nach sich ziehen. Warum das nicht so unwahrscheinlich ist, da gibt es mehrere Gründe für. Da gibt es einmal den Grund dafür, das ist einmal hier die Economic Projections aus dem Juni seitens der Fed. Also das ist jetzt 3 Monate her. Wo wir hier im Dotplot sehen, dass die Mehrzahl der stimmberechtigten Fed-Mitglieder ein Leitzins sieht zwischen 3,25 bis 3,50. Also das bedeutet etwas anders formuliert, um auf diese Niveaus zu kommen, die der Markt hier spielt, ist erforderlich, dass wir dass wir 100 Basispunkte den Dotplot nach oben wandern sehen, mindestens, eher 125 Basispunkte sogar. Und davon ist nicht zwangsläufig auszugehen und das hat 2 Hauptgründe, die ich ins Feld führen würde. Einer, den hätten wir immer wieder ins Feld führen können, der andere, der wurde am Donnerstag meiner Einschätzung nach nachbörslich geliefert. Der eine Grund ist das Atlanta Atlanta Fed GDP Tracker, so rum. Also wir haben schon diverse Male hier Morning Meeting benutzt, beziehungsweise thematisiert. Und zwar, wo wir gesagt haben, nun, wir haben hier eine Echtzeitabbildung im übertragenen Sinn. Eine Echtzeitabbildung der wirtschaftlichen Erwartung oder der einkommenden Konjunkturzahlen, die sich dann auf eben entsprechend das Wirtschaftswachstum für das jeweilige Quartal umlegen lassen. Und die Projektion seitens des Atlanta Fed GDP-Trackers hier geht jetzt aktuell in Richtung eines Wirtschaftswachstums fürs dritte Quartal 2022 in den USA von nur noch 0,5%. Wir erinnern uns dran, wir hatten hier mal Prints in der Größenordnung von 2,1% beispielsweise. Die ersten beiden Quartale hat die US-Wirtschaft schon negatives Wirtschaftswachstum gesehen. Egal, was man erzählen will, auch im Hinblick beispielsweise auf die politischen Errungenschaften der Biden Administration, Inflation Reduction Act und so weiter, es funktioniert alles nicht so, wie man es erzählen will. Und die Leute auch in den USA spüren es halt. Und das macht sich eben auch dann logischerweise in entsprechenden Wirtschaftskennzahlen bemerkbar, die dafür sorgen, dass im Atlanta Fed GDP-Tracker jetzt nur noch ein Wirtschaftswachstum fürs dritte Quartal von 0,5% erwartet wird. Warum hat das Auswirkungen auf die Fed insgesamt? Nun, weil nicht davon auszugehen ist, also wenn sich die Notenbank, die zugrunde liegende Notenbank schon restriktiv präsentieren muss, zwecks Inflationsbekämpfung, aber andererseits ihrem dualen Mandat nachkommt, welches nicht nur Inflationsbekämpfung inne hat
oder beinhaltet, sondern eben zeitgleich auch das Erhalten von Arbeitsplätzen und das Stützen der Wirtschaft, dann wirst du dich in einem solchen Umfeld, wenn du die Wahl hast zwischen restriktiv und mega restriktiv, immer für restriktiv entscheiden, weil mega restriktiv einfach zu restriktiv wäre und das keimende Pflänzchen Wirtschaftswachstums einfach zu aggressiv auspreisen würde. Das bedeutet also etwas anders formuliert, der Fed-GDP-Tracker hier, von der Atlanta Fed GDP-Tracker, der zeigt schon an, dass die Haltung wahrscheinlich eher weniger restriktiv sich präsentieren dürfte. Und ergänzend dazu kam es dann am Donnerstag nachbörslich zu einer Meldung, nämlich seitens FedEx, das hatten wir hier auch zum Thema gemacht im Morning Meeting, dass nämlich die das Unternehmen, also der Zulieferer FedEx, dass der hier, also Zulieferer bzw. Auslieferer-Dienst, dass dieser eine Gewinnwarnung ausgegeben hat, mit Ausblick auf die am Donnerstag nachbörslich jetzt veröffentlichten Earnings diese Woche. Also das heißt, das Unternehmen, das Management von FedEx hat jetzt bereits den Markt infolge der Erwartung einer scharfen Rezession in den USA vorbereitet, dass die Earnings sehr stark enttäuschen werden. Hat dazu geführt, dass die Aktie 20% verkauft wurde. Das waren die größten Abschläge, 21% minus, glaube ich, für den Handelstag. Das waren die größten Abschläge seit oder in der Geschichte, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und das ist eben etwas. Oh, war ja. Jetzt habe ich ein Problem. Okay. Das ist insofern halt problematisch oder beziehungsweise eine Indikation, da sie nämlich aufzeigt, dass eben die US-Wirtschaft real sich einem starken Gegenwind gegenüber sieht und dass selbst eventuell solche GDP-Schätzungen hier, wie sie die Atlanta Fed zur Verfügung stellt über ihren GDP-Tracker, eventuell zu optimistisch sind im Hinblick auf die Wirtschaft. Bedeutet etwas anders, ganz konkret gesprochen, die Wahrscheinlichkeit durch diese Gewinnwarnung von FedEx letzte Woche Donnerstag nachbörslich, dass die Fed sich weniger restriktiv präsentiert, ist enorm gestiegen und bedeutet dann konkret, dass wir hier in dieser Konstellation davon ausgehen sollten, dass diese Economic Projections zwar angepasst wird und dass wir diese Dots nach oben wandern sehen, aber dass die sich nicht in diesem Bereich hier um 4,25, 4,50 bewegen, sondern eher in dieser Region um 3,75, 400 wiederfinden, was im Umkehrschluss bedeutet, der Markt hat zu restriktiv eine Erwartungshaltung eingepreist. Was im Umkehrschluss bedeutet, wenn wir jetzt stark auf der Unterseite laufen, aber dann die Fed diesen Dotplot anpasst, aber nicht so restriktiv anpasst, wie der Terminmarkt es erwartet, ist mit einem scharfen Reversal zu rechnen. Ob das jetzt im Falle des DAX dann dazu führt, dass wir hier uns in Richtung nochmal der 13,5 aufmachen, so optimistisch will ich nicht sein, aber es ist zumindest mal etwas, was im Hinblick auf die Price Action dankbarer wäre, weil wir dann an dieser Stelle nach unten natürlich aus rein Chance-Risiko-Verhältnis technischer Perspektive zunehmend attraktive Einstiegsniveaus finden würden, also besonders auch für den kurzfristigen Handel an dieser Stelle. Also das bedeutet, ich wünsche mir dieses bärische Szenario besonders mit Ausblick auf die Fed, weil ich eine erhöhte Volatilität erwartete und würde dann ausgehend eben von den einkommenden Zahlen entsprechend meine Handelsentscheidungen eben entsprechend treffen. Aktuell sieht es erstmal danach aus, also wenn wir den EMA jetzt halten, schauen wir mal, neue Tagestiefs, Break unter die 12,6 wäre deswegen brisant, weil wir erkennen können, hier unten, ich mache diese Linie mal rot, oder beziehungsweise ich mache die mal grün, so kann man die erkennen, ich hoffe jedenfalls. Dieses Level ist brisant, weil es charttechnisch relevant ist, das können wir hier sehen, das sind die bis dato September-Tiefs, ein Bruch unter dieses Niveau ebnet folgerichtig den Weg hier unten dann im Tageschart in Richtung der 12.400, 450er Region, also würde stark bärisches Potenzial freisetzen. So, ja, das also die Einschätzung zu dem zum DAX. Wie gesagt, der ist spannender, der ist interessanter, weil charttechnisch relevante Level direkt vor uns stehen. Wenn wir uns den S&P beispielsweise hier anschauen, dann erkennen wir zwar einen klaren Abwärtstrend post der Inflationszahlen, aber wir sehen eben auch, dass wir summa summarum hier in the middle of nowhere gelaufen sind. Und an dieser Stelle diese zu erwartende bärische Dynamik mit unterschreiten charttechnisch relevanter Level, wie wir sie im DAX vorfinden, eher unwahrscheinlich wäre.
Schlüssellevel für den heutigen Tag werden die Tiefs von Freitag sein. Also wir können erkennen, anders als im DAX beispielsweise, handeln wir im DAX unterhalb dieser Tiefs von Freitag, was wieder diese relative Schwäche im DAX deutlich unterstreichen dürfte, während wir im S&P oberhalb dieser handeln. Mal schauen, was wir zur Eröffnung zu sehen bekommen. Eventuell einen kurzen Flush. Das ist so der Bereich 3835, 3840. Einen kurzen Flush, aber dann Rebid und halten oberhalb. Das könnte vielleicht der Wegbereiter für einen ruhigen Lauf in Richtung der Fed sein. Grundsätzlich bleibt es aber dabei erstmal, dass die nicht erfolgte Rückeroberung hier der 3900er Region, der Fall unter die 3880, 3900, kein positives Signal sendet auf jeden Fall. Und eher die Shortseite auch im S&P eben favorisiert. Und ja, wir können es erkennen. Also wenn wir den Chart ein bisschen zusammenstauchen, das letzte Mal, dass wir hier gehandelt haben, ist schon ein bisschen her. Das war im Juli. Eventuell würde mit Fall unter die 3830 die gestrigen Tiefs und dann auch die 3800 insgesamt, würde sogar der Weg bereitet werden in Richtung der 3700er Region. Wie gesagt, Zünder an der Waage wird die Fed sein. Also wenn es solch einen Lauf gibt, würde ich ihn mir vor der Fed wünschen und dann entsprechend eben ein mögliches Reversal eingeleitet eben durch einen geldpolitisch expansiveren Kurs oder weniger restriktiven Kurs als das, was uns die Fed geliefert hat. Entschuldigung, was uns der Terminmarkt liefert infolge der US-Inflationszahlen, so ist das richtig formuliert. Ja, und nunmehr gibt es gar nicht mehr hier groß zum DAX bzw. zum S&P an dieser Stelle zu thematisieren. Wir kommen einmal zu den Einzeltiteln und zu den Aktien. Ich habe jetzt gerade eben versprochen, was zu Enphase zu sagen. Ich sehe aber gerade, wir haben hier bei Markets kein CFD auf Enphase. Das ist ein bisschen suboptimal. Ich gehe ganz kurz mal auf meinen Chart. Also einfach für diejenigen, welchen, die darüber hinausgehend einfach sich fragen und vielleicht auch mal über den Tellerrand hinausblickend Titel sich betrachtet sehen wünschen, die relativ stark sind und nicht eine Tesla im aktuellen Umfeld. Enphase hat einen Megalauf gesehen, wie ihr erkennen könnt. Also seit Börsengang, das war in 2012, also schon länger an der Börse. Vertikaler Kursanstieg, besondere Kursexplosion hier post natürlich Covid an dieser Stelle vervielfacht, verzehnfacht an der Stelle, mittlerweile verfünfzehnfacht. Aber was viel interessanter ist, schaut mal, wo die Aktie steht in Relation dazu, wo die Qs stehen oder wo beispielsweise der S&P steht. Während sich da die Aktie aufmacht, neue Allzeithochs zu markieren, handeln wir im Bärenmarkt-Territorium, im Falle der Qs beispielsweise. Es stellt sich natürlich die Frage, drängt sich die Frage regelmäßig auf, ja, was machen die denn? Was ist denn das für ein Titel? Enphase Energy ist ein amerikanisches Energietechnologieunternehmen, das Solar-Mikrowechselrichter, Batteriespeicher und Ladestationen für Elektrofahrzeuge, hauptsächlich für Privatkunden, entwickelt und herstellt. Also die Aktie ist, oder das Unternehmen ist in einem Segment tätig, welches aktuell mega heiß ist. Also anders formuliert, wenn ich jetzt beispielsweise hergingen würde und würde sagen, hergegangen wäre, so muss man es schon eher sagen. Ich glaube, dafür ist es ein bisschen zu spät. Ich hätte hier so eine Solarpanels irgendwie auf dem Dach gebastelt und würde dann meinen Strom über Solar beziehen oder über einen Solarspeicher. Infolge einer jetzt Energieknappheit oder Elektrizitäts- oder Blackouts dergleichen, dem wir uns eventuell gegenübersehen, dank der grünen Politik, die wir in diesem Land ausmachen. Ja, ich weiß, das ist nicht ganz korrekt ausgedrückt, aber unterm Strich mache ich es mir jetzt mal genauso leicht wie die Herrschaften Politiker, die immer für alles eine ganz einfache Lösung haben, und die in charge sind, die müssen sich dann jetzt eben auch dem Vorwurf gefallen lassen, dass sie dafür verantwortlich sind, dass sich die Situation darstellt, wie sie sich darstellt. Aber kommen wir zurück zu Enphase. Also, wenn ich mir jetzt ein Solarpanel irgendwo aufbauen sollte, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass Enphase in irgendeiner Form dort mir auch angeboten worden wäre oder ich eventuell sogar ein Solarpanel von Enphase eben verwenden würde. Und wenn wir uns jetzt den Kursverlauf hier anschauen, dann sehen wir verharren im Bereich der Allzeithochs, stehen kurz vor einem dynamischen Breakout höher. Also es könnte durchaus sein, dass die Aktie nochmal einen Riesenlauf auf der Oberseite sieht und auch sich kurzfristig tradingtechnisch sehr interessant darstellt. Ihr seht hier diese gestrichelte Linie, die ich da reingelegt habe, ist eine Alarmlinie tatsächlich. Und diese Alarmlinie, die, wenn die getriggert wird, macht die Aktie für mich interessant. Also lässt die durchaus potenziell heiß werden. Einen kurzen Augenblick bitte. Ich bin sofort wieder da.
So, da bin ich wieder. Verzeihung. Das war der Junior-Trailer. Also, Enphase, wie gesagt, ein durchaus interessanter Titel, den man auf der Watchlist haben sollte und der dann eventuell auch vielleicht der Wegbereiter wäre, vielleicht für den einen oder anderen Solar-Titel an dieser Stelle, der hier entsprechend mit einem bullischen Breakout von Enphase so als Sympathy-Play in Frage käme, sollte man aber auf jeden Fall im Hinterkopf haben. In Ergänzung zu, wie gesagt, Tesla beispielsweise, die sich immer noch erstaunlich stark darstellt. Ich guck mal ganz kurz übrigens auf den, hoppala, DAX nicht, auf Tesla. So, wir sind jetzt also bei den Einzeltiteln. Also, letzte Woche Gap Down infolge der bärischen Vorgaben. Natürlich seitens der europäischen Indizes, aber weiterhin im Bereich um $300 und auch im Bereich verharrend um diese Breakout-Regionen. Also ähnliches Play, sprich etwas anders formuliert, wenn wir hier einen Bruch zum Beispiel über 311, 312 zu sehen bekommen, auch da würde ich empfehlen, legt euch eine Alarmlinie in den Chart. Das könnte der Wegbereiter sein für einen sehr bullischen Break auf der Oberseite, selbst wenn man ihn nicht längerfristig spielte, sondern wenn man an dieser Stelle nur ein Momentum-Play plante. Also sprich, in irgendeiner Form zu sagen, wie auch heute früh beispielsweise im DAX, setzt im vorbörslichen Handel einen Sell-Stop auf die Tiefs des Handelstages und spekuliere auf den dynamischen Break auf der Unterseite. Wie weit uns auch immer die Füße dann tragen mögen, also es hängt immer davon ab, wie man den Trader natürlich managt, aber die Überlegung, die dem zugrunde liegt, auf der Short-Seite, die funktioniert hier eben entsprechend auf der Long-Seite. Und in diesem Umfeld, mit diesem Ausblick, den ich gerade skizziert habe, sind das auch Titel, also eine Tesla dann an der Stelle beispielsweise, die natürlich mit Ausblick auf die Fed am Mittwoch hochbrisant werden. Denn durch die Fed könnte, sollte solch ein Impuls für den Aktienmarkt geliefert werden, natürlich hier entsprechend dynamischer Breakout auf den Weg gebracht werden. Und dann weiteres Aufschlagspotenzial in den kommenden Tagen auch geliefert werden, bis in Richtung $350. Also sollte der Break natürlich stattfinden, das ist die Grundvoraussetzung. Aber dass man das im Hinterkopf hat für mögliche Breakout-Plays und das dann versucht auch entsprechend zu handeln. Also beispielsweise sich ein Gameplan skizziert, beispielsweise ausgehend von einer Opening-Range dann für den Mittwoch zum Beispiel. Wir werden das auch im Detail natürlich noch betrachten, wie wir das dann entsprechend aufsetzen könnten, oberhalb des volumengewichteten Durchschnittspreises beispielsweise, zusammenfallen, also sogenannte Cluster vielleicht erkennen können, identifizieren können, ausgehend von welchen sich dann solche Momentum-Plays hier herauskristallisieren. Wie gesagt, sollte es hier zu Breaks kommen, können die sehr dynamisch und auch sehr langwierig sein, denn diese Titel, also sei es eine Tesla oder beispielsweise auch eine Enphase, die haben sich jüngst jetzt einfach sehr stark in Relation zum Gesamtmarkt präsentiert. Ich hatte im Hinblick ja auf Tesla, war ich ein bisschen in Sorge, in Anführungsstrichen, dass wir hier vielleicht vor allem ein Hedging seitens des Optionsmarktes zu sehen bekommen haben, seitens der Stillhalter, die dann einfach für geschriebene Calls sich absichern und infolgedessen die Nachfrage gegeben ist. Schauen wir mal, wie sich der weitere Verlauf heute darstellt, aber wir sehen auch jetzt schon in der Vorbörse, beispielsweise hier eine Tesla im Bereich weiter um $299 handelnd. Ja, leicht, also High-Beta-Stock, deswegen immer mit leicht größeren Abschlägen. Aber sollte Tesla in der Lage sein, diese Aufschläge hier oder beziehungsweise diese relative Stärke zu halten, zu zeigen einfach weiter, dass das nicht nur Optionsmarkt begünstigt war, sondern dass das eben auch dem Umstand geschuldet war, dass wirklich eine relative Stärke auszumachen ist, ist nicht zu unterschätzen, wie dynamisch ein Bruch dann höher hier stattfinden könnte. Und ein projiziertes Kursziel, also wir würden dann an der Stelle, weil man sich natürlich logischerweise auch gleich die Frage stellt, na, wie weit könnte es denn gehen? Wir würden dann an der Stelle einfach diese Range hier duplizieren. Also das heißt, wir messen das Hoch und das Tief dieser Range ab und setzen die einfach oben dran. Und dann sieht man auch ungefähr, wie ich zunächst als Kursziel auf die Region um 340 bis 350 Pi mal Daumen ungefähr komme. So. Das also zu Tesla, das zu Enphase. Dann können wir noch, oder sollten vielleicht noch mal einen Blick werfen. Wir sehen gerade hier, gehen mal kurz auf den Pre-Market-Screener. Wir sehen jetzt nicht sonderlich viel Price-Action, ehrlich gesagt. Tatsächlich, die sich hier herauskristallisiert. Also wir sehen zwar eine Tesla relativ aktiv gehandelt, 125.000 Stücke, Apple aber wiederum als Market Play ganz besonders hier nur mit 50.000 gehandelter Stücke. Auch hier bei den Leadern und Laggards, die bei MarketWatch abgebildet werden, ist da nicht so viel aktives Trading erkennbar bis dato. Sorgt dafür, dass wir vielleicht dann uns mit einer Aktie beschäftigen sollten, ausgehend von einer jüngst heißen News, die auch im Gesamtkontext, Stichwort Rezession und dergleichen, interessant werden könnte, heute nochmal interessant sein dürfte, nämlich
FedEx für ein mögliches Second-Day-Play. Auch wenn die Price-Action am Freitag ein bisschen überraschend war. Also ich hatte ein, ich zeige das mal ganz kurz hier in der Discord-Community. So, hoppala, jetzt habe ich mich verklickt. So, ich hatte hier am Freitag ein Short-Szenario zum Thema gemacht und hatte gesagt, zur Eröffnung müssen wir mal schauen, ob es den im Morning-Meeting thematisierten Pop in Richtung der 170, 171 gibt. Wie ihr erkennen könnt, jetzt hier mal reinzoomen. So, ich mache das mal ein bisschen größer. Also, ja, Moment, noch mal eine Minute auf. Also durch den Chart ist das jetzt ein bisschen verrissen hier an dieser Stelle. Wir haben schon deutlich unterhalb von 160 sogar eröffnet. Also vielleicht machen wir das mal hier in dem Chart. Kann man das noch ein bisschen besser erkennen tatsächlich. Wir haben schon sehr deutlich unterhalb dieser Level, die ich da ausgemacht habe, eröffnet. Also wir haben nachbörslich einen richtigen Ausverkauf in der FedEx gesehen. Und der hat sich dann nochmal in der Vorbörse deutlicher beschleunigt. Und hier kann man es erkennen, da hat die Aktie eröffnet in Gefilden um rund 160 Dollar, leicht unterhalb sogar, na ja, wohl 161 für Pi mal Daumen, hat in dem Bereich auch geschlossen für den Tag, entsprach aber schon zur Eröffnung Abschlägen von über 20%. Und auch da hätte man vielleicht ein Opening Drive Play dann nochmal adaptieren können oder dergleichen. Ich habe das jetzt nicht gespielt in FedEx, aber summa summarum ist es auf jeden Fall so, es ist kein klassisches Second-Day-Play, aber durchaus eins, wo man sagen könnte, besonders diese psychologisch relevante Region, auch dieser Nachmittagssupport hier, so verlaufend um ungefähr 159, der könnte für heute ganz interessant werden. Denn sollten wir einen Bruch darunter zu sehen bekommen und sollten es nicht gelingen, dann hier die 162 rauszunehmen, also da haben wir dann ungefähr einen Risk von 3 Dollar pro Aktie, scheint ein nochmaliger Test der 155, die ich übrigens auch hier in der Discord-Community schon zum Thema gemacht hatte, als mögliches Ziel, eventuell schreibe ich deswegen, weil als ich den Chart gemacht habe, wir noch deutlich oberhalb dieser Niveaus notiert haben und FedEx ist jetzt nicht der hochvolatile High-Beta-Stock, ganz im Gegenteil. Also als ich die Einschätzung gepostet habe, das war ungefähr hier so in diesen Gefilden, da reden wir schon wieder von 10 Dollar auf der Unterseite, nochmal an zusätzlichen Abschlägen. Das wäre mit Unterschreiten dann auch eventuell der Wegbereiter, der uns in Richtung der 150 führen könnte. Also FedEx, auch vor dem Hintergrund hier, das sollte man nicht unterschätzen. Das ist ein technically broken Chart jetzt. Also wir haben diese wichtige Unterstützungsregion um 195 Dollar, haben wir deutlich brechen können mit diesem Gap Down. Und es gab bis dato keinerlei Versuch, in irgendeiner Form eine Gegenbewegung zu initiieren. Also Gegenbewegung, klar, es hat erst am Freitag stattgefunden, deswegen wollen Sie jetzt nicht überbewerten. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass hier das einfach technically broken ist. Und wenn wir uns da nicht zügig von erholen können und wenn jetzt erneut weitere Schwäche reinkommt, auch durch übergeordnete Schwäche in Antizipation vielleicht dann doch einer hawkischen Fed, es käme überraschend, aber man sollte es nicht ausschließen, dann ist nicht auszuschließen, dass wir nochmal die Tiefs von Freitag um 155 anlaufen an der Stelle, eventuell sogar einen Bruch tiefer, dann mit dem nächsten psychologisch relevanten Level auf der Unterseite eben anlaufen. Ich guck mal ganz kurz in der Vorbörse, was wir hier haben, FDX. Aktiv ist anders, 4000 Stücke. Jetzt ist das allerdings so, dass wir wenigstens in einer FedEx nur in Anführungsstrichen durchschnittliches Volumen von rund 2 Millionen Stücke haben, beziehungsweise jetzt durch Freitag natürlich bei 2,5 Millionen. Also könnte oder sollte man durchaus im Hinterkopf halten, sobald hier 200.000 Stücke schon in der Vorbörse gehandelt werden, wird die Aktie auch für heute nochmal potenziell interessant für ein mögliches Second-Day-Play. Und wie gesagt, der Bereich hier um eben rund 159 sollten wir den brechen. Diesen Support aus dem Nachmittagshandel am Freitag scheint durchaus im Bereich des Möglichen, dass wir nochmal uns in Gefilde eben der 155 aufmachen. Ja, das also noch ganz kurz einmal zu FedEx und den Einzeltiteln. Dann wollen wir einen Blick werfen auf Devisen, die natürlich diese Woche auch hochbrisant tatsächlich werden und hochinteressant werden. Besonders Dollar, japanischer Yen, aber auch der Euro zum US-Dollar könnte ganz interessant werden. Also der Euro, der ist weiter festgetackert rund um die Parität. Sieht keinerlei größere Volatilität hier mit in Form von Abstoßen, also auf der Unterseite nach oben oder beziehungsweise einem Rutsch deutlich unter in Richtung wieder erneut der 99er-Region und tiefer. Verharrt also inmitten hier seiner
seines Abwärtstrendskanals und harte Dinge, die da kommen. In der Konsequenz, was ich jetzt für den Aktienmarkt, für Szenarien skizziere, in Erwartung einer dovischen Fed, also dovischen Anführungsstrichen, einer Fed, die der hawkischen Erwartung des Terminmarktes nicht Folge leistet. So, das ist meine aktuelle Einschätzung. Und selbst wenn diese nicht käme, also das muss man auch dazu sehen, wir haben schon deutlich verloren auf der Unterseite, wenn man sich mal überlegt, sie haben die Abschläge letzte Woche Dienstag ganz besonders, dieser regelrechte Ausverkauf, was jetzt schon eingepreist ist alles. Also darüber hinausgehend, es scheint kaum denkbar, dass die Feds noch weiter geldpolitisch restriktiver agieren wird können. Also selbst wenn, wie beispielsweise im März war es, wenn beispielsweise wie im März damals es zu einer ähnlichen scharfen Anpassung des Dotplots auf der Oberseite kommt, sollten wir uns immer vor Augen führen, dass beispielsweise der S&P oder auch der Nasdaq damals einen riesen Run gesehen haben, in den Quartalsschluss damals auch hinein, weil einfach vieles dieser restriktiven Haltung eingepreist war. Und das ist eben etwas, wir können das auch, nicht wirklich ausmachen, weil der Euro, der hat natürlich jetzt relativ schwach damals sich performt, präsentiert durch die Entwicklungen rund um die Ukraine und der entsprechenden Explosion dann auch der Energiepreise und so weiter, selbstverständlich. Aber summa summarum haben wir dennoch gesehen, wir wurden immer halt tief gehandelt, damals um 1,08 ungefähr, also pendelten rund um die 1,10 und haben dann in den Quartalsschluss hinein Aufschläge gesehen, die uns bis 1,13, 1,14 geführt haben. Ich meine, das war kein Gamechanger in irgendeiner Form. Wie gesagt, der Euro ist da auch nicht der beste Kandidat, aber auch hier in der Zwischenzeit haben wir sehr, 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 sehr viel Land verloren, in Anführungsstrichen, handeln jetzt im Bereich eben um die Parität, und sollte es jetzt erneut zu solch einer Anpassung kommen oder aber sollte die Anpassung nicht stattfinden, sondern wir leicht unterhalb dieser reinkommen, ist in beiden Fällen ein eher bärisches Szenario für den US-Dollar zu skizzieren. Und das wiederum ist natürlich etwas, was hochbrisant ist, weil wenn sich dann nämlich der Euro jetzt derart ausverkauft präsentiert, wie er sich präsentiert, der US-Dollar derart stark überdehnt präsentiert und wir dann ein Auspreisen sehen oder beziehungsweise ein Rücksetz, eine schärfere Korrektur im US-Dollar, könnte der Euro natürlich infolgedessen mindestens mal einen Run in Richtung der 1,02 und der 1,03 vielleicht zu sehen bekommen. Nicht, dass ich den jetzt plötzlich long wäre, aber zumindest mal ist das ein Szenario, was man auf dem Schirm haben sollte. Der US-Dollar, der könnte sich arg bärisch tatsächlich auf die Fed präsentieren, sollte die so liefern, wie ich es erwarte, nämlich nicht so restriktiv, wie der Markt es erwartet. Und infolgedessen wäre dann für den Euro zum US-Dollar sehr wahrscheinlich, dass wir hier nochmal diese Hochs anlaufen, verlaufend um ungefähr 1,02. Wobei die aktuelle Linie im Sand so im Bereich so um 1,0020, 1,0030 ungefähr läge. Also das heißt, wenn wir dieses Level rausnehmen, könnte das so der erste Wegbereiter sein für einen Run in Richtung der 1,02 auf der Oberseite. Könnte ganz interessant sein. Wobei mein Hauptfokus, ehrlich gesagt, auch aus tradingtechnischer Perspektive, eher auf dem dollar-japanischen Yen liegt. Ich glaube, dass der sich da einfach interessanter einfach präsentiert. Auch aus der Gesamtkonstellation, wie wir uns hier einfach zeigen. Also ich meine, klar, auch hier, der japanische Yen hat massive Abschläge gesehen, stellt sich aber unglaublich überdehnt auf der Oberseite dar. Die Intervention seitens der Bank of Japan bleiben eine ernstzunehmende Option. Und wir sehen halt auch eine sehr, sehr harte Rejection hier gegen die 145 auf der Oberseite, und zwar zweifach. Also einmal im ersten Anlauf und dann auf die Inflationszahlen zum zweiten Mal, auch mit einem sehr, sehr harten Bounce gegen dieses Level. Also das heißt, dieses Level würde ich auch klar nutzen hier, um dann zu riskieren. Und sollten wir dann, also ich würde mal sagen, die 142 ist da so die Linie im Sand, sollten wir hier die 142 brechen, infolge eben einer solchen US-Dollar-Korrektur, dann scheint mir durchaus im Bereich des Realistischen, dass der Dollar-Japanische Yen hier eine Korrekturbewegung bis in Gefilde dieser Aufwärtstrendlinie sehen könnte, verlaufend um, also 140 mindestens, eher 139, vielleicht sogar 138 auf der Unterseite. Also dass wir hier solch ein Bounce-Szenario zu sehen bekommen, welches uns in diese Gefilde führt. Getragen dann entsprechend eben durch die Fed und die Anpassung ganz besonders des Dotplots, der sich aber nicht so darstellt, wie eben der Terminmarkt es aktuell eben spielt. Und das scheint mir Chance-Risiko-Verhältnis technisch einfach attraktiver, ehrlich gesagt, als das, was wir im Euro zum US-Dollar erwarten sollten. Und deswegen würde ich hier den Dollar-Japanischen Yen dem Euro-US-Dollar vorziehen. So, ich schaue mal ganz kurz, bevor wir jetzt gleich zu den Rohstoffen kommen, beziehungsweise Gold ganz besonders, einmal auf die, ich gucke mal ganz kurz auf die Fragen.
Das ist eine interessante Frage. Das ist sogar eine richtig gute, richtig interessante Frage. No Infinity fragt nämlich, profitieren die Renewables, also Enphase oder Tesla in gewisser Form ja auch. Also Tesla ist ja nicht nur ein Autobauer, sondern Tesla ist ja auch ein Energieproduzent, beziehungsweise die bauen ja Photovoltaikanlagen. Profitieren die nicht auch vom hohen Strompreis? Ich würde sagen, mit Sicherheit. Und wie siehst du die Gefahr für diese Aktien, wenn der Strompreis wieder fällt? Das kommt so ein bisschen drauf an, würde ich sagen. Also wenn ich jetzt beispielsweise, nehmen wir mal diesen Inflation Reduction Act der Biden Administration, was man jetzt auch immer davon halten möge, also ob der jetzt sinnvoll ist oder nicht, oder Inflation in irgendeiner Form ist in der Lage zu toppen oder zu cappen. Aber er beinhaltet eben massive Investments in den Bereich Green Energy oder Renewables. Und zum Beispiel, das hat ja jetzt auch der ein oder andere mitbekommen, im Hinblick beispielsweise auf Tesla. Tesla hat ja jetzt jüngst Schlagzeilen gemacht, dass die Batterieproduktion hier in Berlin in Grünheide einstellen. Und jetzt begehren natürlich alle Politiker auf, also besonders natürlich die direkt betroffenen Politiker, beispielsweise irgendwelche Brandenburger Lokalpolitiker, aber beispielsweise eben auch die EU, die an dieser Stelle eben aufmerksam wird. Warum? Nun ja, weil Tesla sagt, Leute, wir haben einfach mal, wir kriegen richtig Incentives, wir haben richtige Steuererleichterungen zu erwarten, wenn wir unsere Batterieproduktion in die USA zurückverlagern. Also das Ganze in Austin, Texas in der Gigafactory machen, weil dieser Inflation Reduction Act genau so etwas eben verspricht. Jetzt sagt man natürlich dann seitens der EU, das ist ja total blöd, weil jetzt wandern die beispielsweise in dem Fall, wir reden bei Tesla auch vom größten Ausbilder Brandenburgs. Also das heißt, die haben jetzt 120, glaube ich, Auszubildenden Stellen geschaffen und sind noch nicht mal am Top angekommen, sondern haben wirklich Schwierigkeiten, auch diese ausgeschriebenen Stellen zu besetzen. Also gelten jetzt als einer der größten Ausbilder einfach mal hier in der Region, in Anführungsstrichen, also wo ich ansässig bin. Und ja, dann kommt erstmal natürlich jetzt der Aufschrei und sagt, ja, typisch Tesla und jetzt guck mal, jetzt gehen die wieder dahin, wo es günstig ist oder wo sie Vorteile haben und bleiben nicht hier. Ja, logisch, das ist ein Unternehmen, das ist ein Wachstumsunternehmen. Die haben keine Zeit für irgendwelche für irgendwelche politischen Kleinigkeiten, ja. Also ob da jetzt ein Politiker sich auf die Füße getreten fühlt oder nicht, das ist Elon Musk-Tesla, ja egal. Denen geht es darum, entsprechend das Unternehmen weiter wachsen zu lassen und die E-Mobilität eben weiter auszubauen, beziehungsweise Tesla zum Top-Anbieter in diesem Bereich zu machen. Und also zurückkommt eben auf diese Entwicklung, die wir jetzt hier zu sehen bekommen. Jetzt könnte man natürlich sagen, also ich gehe ganz bewusst auch auf die Politik jetzt ein oder beziehungsweise verweise auf diese. Jetzt könnte man an dieser Stelle natürlich sagen, sollte sich die Situation am Strommarkt in irgendeiner Form oder generell Elektrizität oder auch im Bereich Gas oder dergleichen, sollte sie sich irgendwie aufhellen, dann wäre das doch eigentlich etwas, wovon die nicht weiter profitieren. Ich wäre allerdings da ein bisschen skeptisch, denn ich sehe da durchaus eine politische Agenda, die verfolgt wird, die auch weitere Incentives wirklich in diesem Bereich schreiben, um diese Energiewende aggressiv voranzutreiben. Und das ist etwas, wo ich sagen würde, auch wenn wir dann im Falle jetzt beispielsweise einer Enphase solch einen vertikalen Kursanstieg nicht weiter erwarten sollten. Also hier zum Beispiel, da kristallisierte sich heraus, das war, glaube ich müsste jetzt kurz, nee, das waren die Earnings. Ich glaube, das waren die Earnings. Das war die Earnings-Kerne. Wir hatten jüngst doch diese Entwicklung. Ach, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, wann genau das Datum war. Als es dann diese Zustimmung zum Inflation Reduction Act von dem Manchin, glaube ich, war der Senator aus West Virginia gegeben hat. Aber dass wir solch einen vertikalen Kursanstieg weitersehen, davon gehe ich nicht aus. Aber was ich mir realistisch vorstellen kann, ist, dass hier Incentives oder beziehungsweise ganz bewusst forcierte Agenten oder vorangetriebene Agenten mit auch entsprechenden, wie soll man es nennen, Leckerlis, Geldleckerlis oder Finanzleckerlis eben ausgestattet werden, die weiter solche Anbieter, solcher Produkte hier an dieser Stelle weiter Zulauf bescheren. Also im Hinblick beispielsweise jetzt auf Enphase, das, was mir spontan einfallen würde, wäre, wenn ich mir, glaube ich, wenn ich mir so eine Photovoltaikanlage aufs Dach
schnallen würde, in Anführungsstrichen. Und ich würde dann im übertragenen Sinne einfach den Strom abschalten und im Grunde genommen, ich wäre autark stromtechnisch. Dann bezeichnet man sowas, glaube ich, als Strompiraterie. Also ich glaube, das ist verboten. Also ich bin sogar sehr sicher, dass ich das weiß, dass es eigentlich verboten ist. Und das wiederum wirft natürlich jetzt die Frage auf, besonders in der aktuellen Situation, ja, was erwartet man denn von den Menschen? Dass die im Winter im Dunkeln sitzen, wenn es keinen Strom mehr gibt? Wahrscheinlich nicht. Also das heißt, Menschen behelfen sich an dieser Stelle, nutzen solche Möglichkeiten, um dafür Sorge zu tragen, dass weiterhin ausreichend Strom für sie zur Verfügung steht, damit sie leben können. Das bedeutet etwas anders formuliert, dass sich da früher oder später hier entsprechende Gesetze verabschiedet sehen, nicht die es den Leuten verbieten, sowas zu nutzen, sondern ganz im Gegenteil, die die Menschen sogar motiviert, solche Technologien und solche autarken Lösungen für sich im Hinblick auf die Stromversorgung eben auf den Weg zu bringen. Vielleicht gibt es die auch schon, also so intensiv habe ich mich in dieser Materie noch nicht auseinandergesetzt. Zurückkommt also auf die Frage, während wir zwar dann einen Rücksetzer sehen, glaube ich dennoch, dass dieser sich im Rahmen halten wird oder wann maximal in einer maximalen Korrekturbewegung entsprechen würde. Ich gehe eher davon aus, dass tatsächlich die Nachfrage nach diesen Produkten durch die Inaussichtstellung solcher Incentives dann langfristig, und zwar nicht nur jetzt in den USA, sondern auch dann hier in Europa beispielsweise, dass die eher dazu beitragen wird, dass die Nachfrage nach diesen Produkten weiter hoch bleiben wird und sich entsprechend eben die bullische Performance in den jeweiligen Titeln auch weiter fortschreibt. Deswegen glaube ich auch, ist im Falle jetzt beispielsweise Enphase, aber auch im Falle von Tesla zum Beispiel, um die beiden herauszugreifen, ist kein Zufall, dass diese sich aktuell derart relativ stark in diesem bärischen, schwachen Marktumfeld eben in der Lage sind zu präsentieren. Ja, also ich hoffe, dass das die Frage so ein bisschen beantwortet. Also meinerseits rein spekulativ, aber wenn ich das aus dieser Perspektive betrachten würde, müsste die Frage jetzt mir gestellt, ob das nicht zu einem scharfen Rücksetzer in solchen Titeln führt. Ich würde sagen, nicht zwangsläufig. Ich glaube, dass es eine realistische Chance gibt, dass diese auch weiterhin stark performen dürften. Ja, so, das also, ja, das war jetzt nochmal ein Einzeltitel, obwohl es eigentlich bezogen war oder beziehungsweise noch hier unter der Devisenfahne. Wir switchen zu Rohstoffen. Wir switchen hier an dieser Stelle zu Gold und auch hier der weiteren Vorstellung, die sich bärisch präsentiert. Wir haben den Break tiefer zu sehen bekommen, letzte Woche am Donnerstag. Wir haben das hier im Morning Meeting zum Thema gemacht. Wir haben dann eine schärfere Gegenbewegung gesehen. Das war ganz interessant hier. Ehrlich gesagt, dieser Bounce, der sich herauskristallisiert hat und dieses nicht weitere Aufnehmen bärischen Momentums. Ich dachte schon, das war's. Also was auch immer hier der Treiber war. Ich glaube, das war hauptsächlich auch mit Sicherheit getrieben. So ein bisschen vielleicht durch ein kurzes Durchschnaufen im US-Dollar. Aber wir sehen, von diesen kurzzeitigen Aufschlägen werden wir jetzt sofort wieder abverkauft. Das ist ein meiner Einschätzung nach ganz klares bärisches Signal. Wir halten uns unterhalb der Ausbruchregion, also dieser Bounce hat uns nur auch mal zurückgeführt in Richtung der Ausbruchregion. Das können wir hier erkennen. Aber es ist nicht gelungen, auch nur ansatzweise in diese Gefilde irgendwie zurückzusetzen um 6,80. Erneutes Überrollen erhöht meiner Einschätzung nach die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen nochmaligen Flush auf der Unterseite durchaus erwarten dürfen. Auch in die FED hinein, auch hier, wenn ich jetzt kohärent mit meinem erwarteten Bild skizziere, dann erwarte ich diesen Flushout auf der Unterseite und ein scharfes Reversal in Gold, sollte es so kommen im Hinblick auf den Dotplot. Aber kurzfristig bis zur FED bleibt der Vorteil auf jeden Fall weiter short, Fokus liegt auf der 6,50 auf der Unterseite und sollten wir dieses Level brechen, gehe ich auch durchaus davon aus, dass wir bis 6,30 eben entsprechend weiteres Abschlagspotenzial haben dürften auf der Unterseite. So, das noch zu Gold und final wollen wir noch mal einen Blick werfen, ganz kurz auf Crude Oil, weil da auch immer ein Interesse ist hier im Morning Meeting. Da stellt sich der Modus weiterhin korrektiv dar. Oder beziehungsweise jetzt mittlerweile sogar bearish. 200-Tage-Linie konnte nicht zurückerobert werden. 90-Dollar-Marke halten wir uns deutlich unterhalb. Wir sind jetzt nur ganz kurz auf die niedrigsten Stände, diesen ja, zwischenzeitlich sogar Neujahrestiefstände gewesen. Hier war die Invasion der Ukraine in Russland. Also wer glaubt, dass in irgendeiner Form der Spritpreis korreliert ist mit dem, was er an der Tankstelle bezahlt, der ist jetzt eines Besseren belehrt, denn ich glaube, wir zahlen aktuell 60%, ja, ich weiß es nicht, ich habe es nicht beobachtet, aber wir sind immer noch im Bereich um 2 Euro wahrscheinlich, den Liter super. Also wir sehen offensichtlich, dass einer hat mit dem anderen nichts zu tun, also da scheint man eher
versteckt irgendwelche vielleicht auch Einnahmequellen irgendwie anzusteuern seitens des Staates. Machen wir das hier nicht groß zum Thema. Also Fakt ist auf jeden Fall, zurückkommen auf die Price Action, sieht eher weiter bearish aus. Kurzfristiger Widerstandsbereich 89, 90 Dollar. Ziel auf der Unterseite ist jetzt die 80 Dollar Region. Wir sind auf die niedrigsten Niveaus gelaufen seit Anfang November. Jetzt aktuell. In dem Bereich finden wir erstmaligen Support. Ist deswegen ganz interessant, weil sollten wir jetzt hier kein tieferes Tief ausbilden, also das bedeutet, sollten wir jetzt hier anfangen, oberhalb von 80 Dollar uns zu stabilisieren und einen Boden zu finden, dann scheint mir durchaus im Bereich des Möglichen, dass das vielleicht auch ein Level sein könnte, gegen welches man sich long positioniert. Mit Erwartung eines Bounces zurück über 90 Dollar und das so lange aktiv bliebe, wie wir uns hier oberhalb der ausgebildeten Tiefs um 80 Dollar eben in der Lage sind zu halten. Ja, das also noch zu WTI an dieser Stelle und soweit wäre es das tatsächlich meinerseits erst einmal gewesen für heute. Also schauen wir mal, DAX neue Tagestiefs. Dann wollen wir final nochmal einen Blick drauf werfen. 600 läuft jetzt hier rein. Oh, Gott sei Dank. Ich möchte sagen, Gott sei Dank. Ich habe mich ein bisschen schwer getan, ehrlich gesagt. Hier. Ich habe den initialen Flush zwar getradet, aber der ist dann Break-Even gestoppt worden. Habe nochmal einen zweiten Versuch gestartet. Den habe ich. Der ist auch gestoppt worden hier in Folge dieses, also das war gegen diesen Stuff, den ich zum Thema gemacht habe. Und ich habe jetzt das Überrollen nochmal, allerdings mit erstmal nur einer reduzierten Positionsgröße, aber mit einem Add-Buy-Break auf neue Tagestiefs habe ich jetzt hier entsprechend mich positioniert. Und nunmehr, der scheint jetzt erstmal anzulaufen. Also das hätte mich jetzt ziemlich geärgert. Also meine These grundsätzlich im Hinblick auf den DAX scheint sich zu bestätigen. Wenn wir jetzt die 12,6 brechen auf der Unterseite, also diesen Support nicht in der Lage sind zu halten, dann könnte ich mir vorstellen, wird das ein tiefroter Wochenstart für den DAX und realistisch Potenzial wird freigesetzt bis in Gefilde um 12,450 würde ich mal sagen. Also 12,5 glaube ich, könnten wir sogar überlaufen auf der Unterseite und Jahrestiefs werden ein ernstzunehmendes Thema bereits vor der FED. Tatsächlich. Also, weiteres Management des Trades machen wir morgen zum Thema. Machen wir morgen im Morning Meeting 10.30 Uhr, wie gewohnt zum Thema. Ich hoffe, ihr schaltet auch wieder rein. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können, auch an Ideen für euer Trading jetzt in den Wochenstart. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier, abonniert gerne den Kanal und wir hören wieder voneinander dann morgen 10.30 Uhr gemeinsam mit Markets. Meinerseits heißt es erstmal soweit gewesen. Also, happy trading, passt auf die Stops auf, wir hören uns morgen. Habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.